Hallo zusammen. Bevor wir in den Magnetismus einsteigen, gibt es jetzt erstmal ein paar Videos aus dem Gebiet der Vektorrechnung. Und zwar geht es da um die Multiplikation von Vektoren. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Da gibt es das Skalarprodukt und gibt es das Kreuzprodukt. Für alle, die sich jetzt da mit dem Skalarprodukt und dem Kreuzprodukt noch nicht so viel beschäftigt haben, ist das hier eine Gelegenheit mal, die Kenntnisse wieder aufzufrischen oder vielleicht auch neu in dieses Thema einzusteigen. So kompliziert ist das ja gar nicht. Und anfangen möchte ich hier gleich mal mit dem Kreuzprodukt. Das Kreuzprodukt. Das hat den Namen von dem Kreuz hier. Das ist das Rechenzeichen. Und ich habe vor dem Kreuz einen Vektor und nach dem Kreuz einen Vektor. Und das Ergebnis ist dann auch ein Vektor. Und zwar ein Vektor, dessen Betrag setzt sich zusammen aus dem Betrag des Vektors a mal dem Betrag des Vektors b mal dem Sinus des Zwischenwinkels zwischen diesen beiden Vektoren, also des kleinsten Zwischenwinkels. Das Ergebnis ist aber auch ein Vektor, das heißt, damit der Ganze auch eine Richtung hat, schreibe ich hier noch einen Einheitsvektor rein. Einheitsvektor, das war ein Vektor mit der Länge 1, der ändert also nichts am Betrag dieses Vektors hier, der ändert nichts an der Länge dieses Vektors, aber der legt die Richtung dieses Vektors fest. Und das Interessante oder Verrückte an diesem Vektorprodukt ist jetzt, dass die Richtung des Ergebnisvektors, dass die senkrecht ist auf dem Vektor a und dass auch der Ergebnisvektor senkrecht ist auf dem Vektor b. Das heißt, wenn jetzt a und b eine Art Ebene definieren, eine Zeichenebene, dann steht dieser Ergebnisvektor senkrecht auf dieser Ebene, entweder nach oben raus oder nach unten raus. Also wenn ich das aufmale, hier diesen Vektor a habe und hier den Vektor b, dann ist der Zwischenwinkel, der kleinste Zwischenwinkel hier, das ist der Winkel Theta. Und der Ergebnisvektor, der stünde senkrecht auf diesen beiden Vektoren. Das heißt, wenn ihr euch das räumlich jetzt vorstellt, und wenn das hier so eine Ebene definiert, diese beiden Vektoren, dann stünde dieser Ergebnisvektor hier senkrecht auf diese Ebene, also entweder hier nach oben oder nach unten, aber auf jeden Fall nicht in derselben Ebene wie diese beiden Vektoren hier. Und ich kann mit Hilfe der rechten Handregel entscheiden, ob das Ergebnis jetzt nach oben oder nach unten zeigt. Das heißt, dann nehmt ihr wirklich eure rechte Hand her und richtet die entsprechend dieser beiden Vektoren hier ein und dann zeigt euch der Daumen an, ob es nach oben oder nach unten geht. Das machen wir gleich, aber versuchen wir erstmal ein paar Zahlen hier einzusetzen, um mal ein bisschen besseres Gefühl für dieses Vektorprodukt zu bekommen. Also sagen wir mal hier die Länge des Vektors a, das legen wir mal hier als 5 fest. Egal, ob das jetzt 5 cm oder 5 Meter sind. Wir nehmen einfach eine Einheit 5 und hier sagen wir der b, das soll 10 sein. Und der Zwischenwinkel hier, da nehmen wir mal 30 Grad. Also 30 Grad oder im Bogenmaß wären das. 180 durch 30 sind 6, also Pi-Sechstel. Pi-Sechstel wären das im Bogenmaß hier, dieser Winkel. Wie groß wäre denn dann dieses Produkt a kreuz b? Dann wäre a kreuz b wäre dann gerade, ja, a ist 5 mal b, der Betrag von b ist 10, mal der Sinus von 30 Grad. Und der Sinus von 30 Grad ist gerade 1,5 mal diesem Ergebnis, diesem Einheitsvektor n hier, der senkrecht steht, also entweder nach oben oder nach unten zeigt. Also wir haben hier 25 mal n. Also es geht schon hier beträchtlich nach oben und nach unten, kann ich jetzt nicht einmalen, weil das würde hier 2,5 mal so lang sein wie dieser Vektor, das passt es nicht drauf. Ich zeige hier also nur die Richtung des Einheitsvektors hier, in die das Ergebnis zeigt. Wenn wir das Ganze nicht dreidimensional malen, sondern nur sozusagen eine Ebene haben, dann kommt der Vektor ja entweder, dieser Ergebnisvektor kommt ja entweder auf uns zu oder er läuft von uns weg, wenn wir auf dieses Blatt Papier da schauen. Und dafür gibt es zwei Arten, das zu malen. Wenn er auf uns zukommt, dann wird das ganze Bildchen so gemalt. Und wenn er von uns wegläuft, dann sieht das Bildchen so aus.
Das kann man sich leicht merken, wenn man sich einen Pfeil vorstellt. Also so einen richtigen Indianerpfeil mit ein paar Federn hinten dran. Das ganze Ding auf Kurs halten. So, und wenn ihr den Pfeil auf euch von vorne seht, wenn er auf euch zukommt, dann seht ihr diesen Punkt. Das heißt, hier kommt der Vektor aus der Zeichenebene heraus auf euch zu. Und wenn der Pfeil von euch wegfliegt, dann seht ihr hier diese Schwanzfedern. Und wenn dieses Symbol erscheint, dann heißt es, der Vektor geht in die Zeichenebene hinein. Von euch weg in die Zeichenebene hinein. Ja, also wir haben den Betrag jetzt ausgerechnet. Wir haben aber immer noch nicht gesagt, in welche Richtung geht denn jetzt dieser Vektor? Ist das jetzt da nach oben, dieser Einheitsvektor n, oder ist es der hier nach unten? Und dazu gibt es eben diese rechte Handregel, die das festlegt. Und bei der rechten Handregel nehme ich halt wirklich meine rechte Hand her. Mit der linken geht es nicht, da würde das genau andersrum rauskommen. Also ich muss die rechte Hand hernehmen. Und wenn ich das mal aufmale, es geht jetzt schon an die Grenzen meiner Kunst. Also das hier wäre das soll mal der Zeigefinger sein. Und das soll der Mittelfinger sein. Und das sollen die anderen Finger sein, die brauche ich aber jetzt nicht. Und hier habe ich natürlich noch den Daumen irgendwo. So. Das meine rechte Hand ist. Und dann muss ich meinen Zeigefinger so einstellen, dass er in Richtung dieses Vektors a zeigt. Wobei jetzt der Name a eigentlich irreführend ist. Eigentlich geht es darum, dass dieser Zeigefinger in die Richtung des ersten Faktors zeigt und der Mittelfinger muss in Richtung des zweiten Faktors zeigen. Also in unserem Falle ist der erste Faktor halt a und der Mittelfinger, der würde dann in Richtung b zeigen und dann zeigt der Daumen ganz automatisch in Richtung dieses Einheitsvektors n, der mir die Richtung des Ergebnisses definiert. Und wenn ihr das mal macht für das Beispiel hier, wenn ihr also wirklich mal Zeigefinger und Mittelfinger jetzt so haltet, dass die in diese beiden Richtungen schauen, dann merkt ihr, dass ganz natürlicherweise der Daumen nach unten zeigt. Also dieser untere Einheitsvektor hier, das ist der richtige. Den oberen hier, das können wir mal wegnehmen, das brauchen wir nicht. So, und wenn ich jetzt noch den Betrag des Vektors richtig einmale, dann müsste ich dem auch hier ungefähr die Länge 25 geben. Das heißt, der geht jetzt also wirklich hier das ganze Stück ungefähr so würde der hier nach unten gehen. Das ist dann also der Vektor A Kreuz B. Räumlich vorgestellt. Also hier ist diese Ebene, die aufgespannt wird. Vielleicht machen wir das mal so, als sieht man eher, dass es hier wirklich so eine Ebene sein soll, die von A und B aufgespannt wird. Und da aus dieser Ebene heraus nach unten läuft dieser Vektor A Kreuz B. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, wie die Fläche eines Parallelogramms berechnet wird, das war ja gerade die Seite A mal die Seite B mal der Sinus des Zwischenwinkels. Das heißt, der Betrag dieses Vektors hier, diese 25, das ist gerade die Fläche des Parallelogramms, was von den Vektoren A und B aufgespannt wird. Ja, das war jetzt der erste Streich. Es geht gleich weiter mit dem Kreuzprodukt, wo wir uns noch ein paar mehr Eigenschaften dieses Kreuzprodukts anschauen.